Dann soll es doch ganz die Girls sind schon gegangen. Es wurde Folgendes passiert. Da gibt es sehr gutes. Ich habe sie ja auch gerade gesagt. Da gibt es sehr gutes Atoni mit leichter Zitrone. Super. Das ist ja aus Karlsbad. Ach so? Das ist offenbar von Atoni aufgekauft. Wow, jetzt wird Vielleicht dürfen wir auch nicht mehr Türkei sagen. Türkei. Ist das diskriminierend? Wird wahrscheinlich wer behaupten. Ja, ja, wenn's. Wobei, Martin ist da auch eine ganz. Türker. Ja, ich hab nur mehr an. Der Dieb. Der da. Ja, das frage ich mir alle. Ich bin blöd. So ist es. Ja? Nein, ich hab. Oh, ist der Nein, Also, da bist du Mai. Eine, das ist jetzt auch als Video-Initiative zu, Thema Lage. Helmut Bolt. Komm rein. Ihr seid jetzt doppelt gesichert. Ja. Der eine ist ein Großraum nach oben. Und so fängt das Ganze eigentlich an. Das ist eine sehr spannende Sache, was man aufzuführen. Die Versuchung von dem Watzlaw Havel ist einfach. Dann, ich kann die ganze Geschichte jetzt nicht erzählen, aber dann kommt schon jemand, Nein, ich suche Deckel von einem Stück. Alle Jahre wieder, gell? Alle Jahre wieder, ja.
Der Tipp von meinem Freund. Nein, das ist doch der Prozess. Es ist. So ein Interview ist. Es ist doch völlig irrelevant. Man weiß, wie der Trend seit 20, 30 Jahren spielt. Und dann weiß man, wenn man den Bernhard Text kennt, weiß man, dass der Otto Schenk mit dem Text gar nichts zu tun hat. Da braucht man gar nicht dem Otto Schenk einen Vorwurf zu machen. Das geht nicht. Aber ich weiß, so meine erste Frau, die hat damals in Stuttgart bei der Uraufführung von Minetti, von Bernhard Minetti, mit dem alten Minetti noch, ne? Mit dem Minetti. Dann meine Frau, damals die Karin Schlemmer, die spielte, die Frau mit dem Riesenbus, immer mit dem Minetti sitzen musste und zwischendurch mal machte, ich bin feucht in der Hose. So, weil der Bernhard sich mit der Frau zur Hauptsache so gestellt hat, dass wenn die Männer so doll reden, dass die Frauen immer feucht in der Hose sind. Das hat er sich so nachgeschrieben. Das muss man einfach mal wissen. So. Und wem dann? Es gibt eine hervorragende Fernsehaufzeichnung von diesem Minette. Dem alten Minette mit dem Sausack der Ehe. Auf alle Fälle. Meine Frau hat dann Krebs gekriegt. Ist gestorben. Und dann hat das ganze Jahr bestimmt so ein Büchlein rausgegeben. Kammerschauspieler von Karin Schlemmer, das war die Tochter von Oskar Schlemmer. Und so. Das war meine Frau, die war 20 Jahre, ja, die war 20 Jahre älter. Ich habe meinen Mutterkomplex ausgelebt. Na und, also. Auf alle Fälle, weil mein Vater war befreundet mit Oskar, als sie beide im Bauhaus waren. Und deswegen durften wir 33 nicht mehr in Deutschland leben und so weiter und so. Soll ich noch was über Jungs erzählen? Dann wird böse. Also, auf alle Fälle, ruft hinten um nachts um zwei, kriegt ein Telefon, der ist im Telefon. Bernhard Minetti. Ich sage natürlich sofort so. Minetti nachts um zwei schon anruft, da kannst du nicht einfach sagen, wissen Sie was, wenn Sie mich machen. Siehst du ihn nicht mehr hinter der Kamera? Da macht man natürlich so mit mir dazu. Ich auch schon das Foto. Ist auch ein Foto. Ich weiß nicht, wie das ist von der Karin. Ja. In einem Heftchen. Weil der natürlich genauso war wie zu der Zeit. Immer. Dass er ein guter Schauspieler war. Das ist eine völlig andere, ja, ist eine andere Frage. Ich weiß, ob die mich gut erinnern. Genau, ja, das war eine nette Feier damals, gell? Ja. War sehr lieb. Und ich kann mich auch noch an diese Ärztin erinnern. Ja, genau, die Russin, gell? Ja. Genau. Was ist denn eigentlich aus der Russin geworden, aus der Ärztin, Martin? Ärztin. Kannst du dich erinnern, wie wir unseren 50er kleidet? Mit allem Geld und mit allem, was sie mich nicht und nagelfest ist, durchgebrannt. Kam es mir vor. Kam es uns vor? Wir beide waren so entsetzt. Gell? Völlig verarmt. Ja. Ehrlich war? Ja, furchtbar. Eine Tragödie. Ihre Ansicht überlegt man, dass nur das Stärke Recht hat auf Leben, das war ja hart, finde ich. Das kann doch ein. Rechtzeitig ist die Steuerfahndung gekommen und hat alles weggenommen, was noch übrig geblieben war. Nein. Du als Ärztin, sagt doch, dass du jedes Wesen sollst pflegen, reden und helfen. Also, am Serviertablett war das, gell? Ja.
Scott? Er ist mein lieber Freund und Kollege Harald Köck. Wir haben dieses K&K-Komitee vor 20 Jahren ins Leben gerufen und feiern heute 20-jähriges Jubiläum K&K-Komitee. Also es ist ja nur noch Jubiläum. Nur noch Jubiläum in diesem Jahr. Es ist ein absolutes Jubiläumsjahr. Ich bin 80, der Ernst. Gratuliere. Gratuliere. Na, also, bitte. Ich nehme es gern an, aber... In junger Frische, sagt man da, ne? Oh ja. Ja. Ich sehe es. Wenn man einmal 80 und in dieser Art und Weise, das ist einmal gut. Das gibt's doch nicht. Der nimmt auf. Natürlich. Er nimmt auch auf, ja. Na, das ist ja schrecklich. Von der Nähe, da sieht man die 80 aber leicht. Nein, was macht man? Ab und zu legen wir das hier ein, dann können wir das sogar beobachten. Das finde ich toll. Du liebst meine Nase, gell? Also da hat er jetzt nur ein Stück Jeans erwischt. Ja. Ich habe hier noch hier. Das war aber lustig. Bei was haben wir da? Das war ein Feiertag. Ja. Wann war denn das, Harry? Vorgestern, gell? So ist das geregelt und damit ist dieses Topsy-Kölpers, der ist Design. Ja, der ist schon ein bisschen. Mitte 50 mindestens. Gell? Der ist mindestens Mitte 50. Ja, gut. Sie sehen, der war nämlich eine Zeit lang Dramaturg. Man nennt das ja Schlagenschame von Gerd Bach. Also, nein. Ich habe gesagt, das ist jetzt saniert und die Luft ist sauber durch. Also ich habe nur erlebt, als ich hier hingekommen bin, dass hier barock geworden sind und sehr, sehr viel Bewegung. Ja, nein, es ist sicher ein völlig anderes Wetter. Wir haben dort, Wien hat schon dieses Pannonische. Ja, jetzt kommt der Wind ab. Ja, das ist eine geheime Sache. Ja, das ist.
Ein leeres Mineralwasser. Wo gibt's das? Ja, ein leeres? Ja, hast du den heutigen Tag vergessen? Heute ist der 11.11. Heute ist hier Jubel, Trubel, Heiterkeit. Aber wenn du noch Zeit und Gelegenheit hast, komm doch schnell an Sprung vorbei. Ciao dabei. Schon vorher wegschieben. Auch von innen dran. Ja, ja, da. Schöpft in diesem Zustand. So ist es. Ja, das finde ich gut. Auch diese Enten muss man sehr. Als sie eingeführt wurde in den 80ern. Nicht in meinem Mund, bitte. Und das war die Enten. Eine sehr interessante Frau gewesen. Sie hat ein ganz ein offenes Lachen. Sie hat auf jeden Fall, so bestätigt das, was Sie gesagt haben, es ist eine sehr lebensfrohe. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, dass sie durch so schweres Trinken sich so verloren hat. Nur unglücklich dürfte das nicht gewesen sein. Man braucht dazu Drogen und Alkohol. Also man braucht also gehen entgegen. Wir saßen auch ganz normal im Restaurant vom Theater da, im Faun. Und es war nicht wie hier im Landmann. Man kommt da hinten weg, sitzt der da. Das war ein Schwarz. So ein Schwarz. Gibt's gar nicht. Leider. Aber das wissen Sie, wir wissen.